Die Bayern-Bosse teilen Sadio Mané mit, dass man in der nächsten Saison nicht mehr mit ihm plant und er im Sommer den Verein verlassen soll. Genau das berichtete jetzt der Kicker und es wurde mittlerweile auch schon durch die Bild bestätigt. Damit soll der Flop der letzten Saison wieder verkauft werden. Alles rund um die Ablöse, was da jetzt genau Sadio Mané gesagt wurde, wie die weiteren Schritte sind, das erfahrt ihr hier in diesem Video. Vorab, lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo auf den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ja, gestern, da kamen die ersten Berichte auf, gegen Abend, gegen 0 Uhr. Der Kicker berichtete, Sadio Mané, der soll den FC Bayern München verlassen. Das ist eine Entscheidung, die jetzt getroffen wurde und ihm bereits verkündet wurde. Der Grund ist eigentlich recht simpel, man plant in München einfach nicht mehr mit ihm. Er ist mittlerweile eigentlich quasi nur noch eine finanzielle Belastung für den Club. Sie wollen ihn möglichst schnell und für so viel wie möglich verkaufen. Genau diesen Bericht hat jetzt eben auch die Bild bestätigt. Demnach kann man davon ausgehen, dass das Ganze jetzt von zwei verschiedenen Quellen aus her stimmen soll. Und das ist natürlich auch schon für den Spieler ziemlich hart, denn er hat immer den Standpunkt vertreten, ich möchte mich beim FC Bayern München durchsetzen. Ich möchte mich durchsetzen. Ich will nicht gehen. Das wurde immer wieder in den Videos oder in den Interviews gesagt. Und darüber habe ich euch auch berichtet. Aber die Meinung, die soll ja intern schon relativ lange, relativ klar gewesen sein. Nein. Er soll den Verein verlassen. Denn wir können uns einfach mal die zwei Leistungsdaten angucken. Gucken wir uns erstmal die Saison an, wo er dann zum FC Bayern München gekommen ist. Da hat er noch in der Premier League gespielt. Dort hat er in 34 Spielen 16 Tore, 4 Assists gegeben, sprich 20 Scorer in 34 Spielen. Sogar in der Champions League in 13 Spielen 6 Scorerpunkte, 5 Tore, 1 Assist. Das waren ziemlich gute Werte. Und im Vergleich in der Bundesliga, das habt ihr wahrscheinlich alle mitbekommen, das hing total. Er hat in der Bundesliga gerade mal 25 Spiele gemacht, das muss man ihm natürlich zugutehalten. Er war auch viel verletzt und hat dort 7 Tore und 5 Assists gemacht, sprich 12 Scorerpunkte. Das ist einfach zu wenig für das, was man für ihn erwartet hat. Er ist für eine ganze Menge Geld gekommen, zwar nicht so viel, wie man eigentlich damals so gehofft hat. Man dachte eigentlich, es war ein richtiger Transfer-Coup, als er damals für gerade mal ca. 30 Millionen Euro nach München gewechselt ist. Denn zum Zeitpunkt seines Wechsels, da muss man sagen, da hat er einen Marktwert von 70 Millionen Euro. Und da dachte man sich natürlich, man hat hier jetzt einen absoluten Top-Spieler, einen absoluten Weltstar geholt. Er hatte mal zwischenzeitlich einen Marktwert von 150 Millionen Euro. Da hat er alles zerschossen in der Bundesliga. Er war mit Mo Salah eigentlich der Spieler schlechthin und wurde ja auch nicht umsonst Fußballer des Jahres in Afrika. Aber er hatte natürlich auch keinen leichten Start in München, denn gleich am 9. November, da fiel er mit einer Entzündung des Wadenbeinköpfchens aus, verpasste 105 Tage 9 Spiele beim FC Bayern München und das ist natürlich eine ganze Menge. So lange hatte er zum Beispiel in seiner gesamten Karriere noch nie am Stück gefehlt. Aber klar wusste der FC Bayern München auch, was sie sich hier gekauft haben, denn sie haben damals einen 30-Jährigen verpflichtet und wussten natürlich, jünger und verletzungsunanfälliger wird er definitiv nicht. Trotzdem hat man ihn mit einem Top-Vertrag ausgestattet. Bis 2025 läuft der immer noch. Sprich, man hat ihm damals einen 3-Jahres-Vertrag gegeben, wo er ca. 25 Millionen Euro pro Saison verdienen soll. Und auch diese Summe war natürlich erstmal, wenn man sich diesen Transfer angeguckt hat, relativ gerechtfertigt. Denn er war natürlich das absolute Ausschenkeschild beim FC Bayern München. Jetzt ein absoluter Weltstar, der gekommen ist, um den FC Bayern München auf ein neues Level zu heben. Man muss ja auch ganz klar sagen, es sah ja auch am Anfang gar nicht so schlecht aus. Er kam, ich erinnere euch nochmal an den Anfang der letzten Saison. Der FC Bayern München startete mit 1:6 gegen Eintracht Frankfurt, mit 2:0 gegen Wolfsburg, mit 7:0 gegen Bochum. Eigentlich dachte jeder, dass der FC Bayern München genauso in dieser Bundesliga-Saison über jeden Club hinwegfahren wird. Und klar, Sadio Mané, der stand immer noch am Anfang, gerade vor allem am Anfang, sehr, sehr viel im Abseits, das muss man ganz klar sagen. Kam eigentlich auch immer über die Mittelstürmerposition, was halt einfach nicht seine Position ist, das muss man auch mal so sagen. Aber in diesen ersten 3 Spielen erzielte er 3 Tore. An sich erzielte er bis zu seiner Verletzung dann im November, sprich in den ersten 14 Spieltagen, wenn man sich das mal anguckt, 6 Tore und 3 Vorlagen. Das sind 9 Scorer in 14 Spielen, das ist ziemlich gut und er hat auch immer eigentlich sehr, sehr viel gespielt. Klar, es gab mal ein Spiel, da hat er auch mal nur 10 Minuten gespielt, da kam er nur mal von der Bank. Da gab es auch nur mal ein Spiel, da hat er mal 30 gespielt, aber es gab sehr, sehr viele Spiele, da hat er über die vollen 90, 80, 70 Minuten gespielt. Also er hat sehr, sehr viel Spielzeit bekommen. Dann kam es eben zu dieser Verletzung. Und man muss es einfach so sagen, diese 9 Spiele, die er da verpasst hat, diese über 3 Monate, die er ausgefallen ist, die haben dem Spieler nicht gut getan. Er kam danach nie wieder so richtig in den Tritt. Dann häufte sich natürlich auch die wenige Spielzeit, 25, 27 Minuten, 20 Minuten, am Ende der Saison 5, 4 Minuten.
Das war natürlich sehr, sehr wenig. Und in der zweiten Saisonhälfte, da machte er gerade mal ein Tor und zwei Vorlagen. Das war natürlich nicht sehr, sehr viel. Und man muss auch ganz klar sagen, das große Ereignis, was ihm natürlich immer noch nachhängt, ist natürlich dieser Schlag in das Gesicht von Sané nach dem City-Spiel. Und wofür er dann auch gegen Hoffenheim im April gesperrt wurde. Da wusste man auch, innerhalb der Kabine ist Sadio Mané ein sehr, sehr kritischer Charakter. Er wird da sehr, sehr kritisch gesehen. Sadio Mané ist eben nicht so wirklich gut angekommen. Er kam eh nicht gut an, er bringt nicht viel Leistung, ist aber der absolute Topverdiener. Das sei jetzt erstmal dahingestellt, das konnte man vielleicht noch irgendwie verzeihen mit irgendwelchen anfänglichen Schwierigkeiten, aber dann seinen Mitspieler ins Gesicht zu schlagen, weil er irgendwie einen Pass nicht spielt oder weil sie sich am Platz schon anmotzten, das ist einfach zu viel. Und jetzt hat er sich dem letzten Tag dazu geäußert und sagte, na gut, das kann passieren, Emotionen kochen über und so weiter, das sehe ich aber ganz anders, das geht meiner Meinung nach gar nicht und da gibt es auch keine Emotionen, die überkochen oder ähnliches. Aber springen wir jetzt wieder zurück in die Gegenwart. Er hat einen Marktwert von ca. 25 Millionen Euro, theoretisch noch lange Vertrag. Was aber jeder Club natürlich weiß, er soll den Verein verlassen. Die Bayern wollen ihn loswerden. Das wurde ihm jetzt ja auch offiziell mitgeteilt. Und deswegen stehen natürlich die Clubs nicht so wirklich Schlange. Klar, im Juni, da gab es diverse Gerüchte über Newcastle United, neureicher Club aus der Premier League. Sie könnten sich ein absolutes Aushängeschild der Premier League, ein ehemaliges Aushängeschild der Premier League holen. Das wird aber jetzt wahrscheinlich eher nichts. Anfänglich, da wollten die Bayern, wie gesagt, 32 Millionen haben sie bezahlt plus Boni. Da wollten sie noch circa 40, 35, 30 Millionen Euro für ihn haben. Man ist da jetzt auf jeden Fall sehr, sehr nach unten gegangen. Mittlerweile, das wurde jetzt zuletzt berichtet, habe ich euch in dem letzten Transfer-Update auch schon berichtet. Man möchte gerade mal nur noch 20 Millionen Euro für Sadio Mané haben. Das ist natürlich nicht mehr viel, aber man möchte eben den Clubs entgegenkommen, weil er wird relativ viel Gehalt fordern, das ist klar, er möchte da keine Abstriche machen, gerade weil ihm ja quasi noch 50 Millionen Euro an Gehalt beim FC Bayern München zustehen, wenn man das mal so rechnen mag. Er hat dann noch 2 Jahre Restvertrag, deswegen kommt man hier so den möglichen Abnehmerclubs entgegen, aber das wird wahrscheinlich aller Voraussicht nach ein Club aus der saudi-arabischen Liga sein. Al Nassr, die haben jetzt eine Transfersperre bekommen, die werden es wahrscheinlich nicht sein, der Ronaldo-Club. El Etifak, die sind noch interessiert und Al-Ahli oder so, keine Ahnung, ich kann den Namen gar nicht richtig aussprechen. Für mich sind das alles sehr, sehr ähnliche Clubs, die kommen ja, das Geld kommt ja aus derselben Richtung. Von daher ist das, glaube ich, relativ egal, wer ihn jetzt da verpflichtet. Dort würde er sein Gehalt, so wurde es berichtet, mehr als verdoppeln. Er würde dort ca. 25 Millionen Euro netto verdienen. Sprich, was er hier jetzt brutto hat, hat er dort netto. Und das ist natürlich eine ganze Ecke mehr. Zuletzt hat sich sein Berater zwar geäußert, er möchte dort eigentlich hin, er möchte weiter beim FC Bayern München spielen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er vielleicht nochmal ein Jahr bei irgendeinem anderen Club auf höherem Niveau spielt. Es gab ja auch so Geschichten, Newcastle United ein Jahr dahin geliehen und dann geht es dann nach Saudi-Arabien, wo er dann noch 2 Jahre spielt. Aber da gibt es Stand jetzt nichts Neues. Das Neueste ist jetzt, wie ich euch berichtet habe, er soll den Club verlassen. Das ist eine Entscheidung, die wurde ihm mitgeteilt. Er ist zwar heute nochmal beim Medizincheck, aber dass die Zukunft von Sadio Mané beim FC Bayern München liegt, das ist aktuell sehr, sehr unwahrscheinlich. Was ist eure Meinung dazu? Gerne in die Kommentare. Bis dahin, Leute. Ciao.